Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Veranstaltung von Regionalbuchtage Heimat erlesen. Ich darf Sie freudig, Frau Rita König, begrüßen, die aus ihren Büchern jetzt vorlesen wird. Rot ist schön und fast schon ein ganzes Leben. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte meine zwei Romane vorstellen, die im Lauringer Verlag erschienen sind. Mein Debütroman Rot ist schön. Damit möchte ich auch beginnen. Üblicherweise funktioniert es nicht, innerhalb von 30 Minuten zwei Romane vorzustellen, weil wir die Thematik haben, Jahrestag der Wiedervereinigung, möchte ich mich auf diese Ausschnitte konzentrieren und versuche, mich kurz zu fassen mit dem Inhalt der Romane. Rot ist schön ist ein Roman, der als Hauptfigur Silke hat. Silke ist mit 15 Jahren von der Mutter und dem Bruder verlassen worden. Sie lebt fortan beim Vater, was einerseits schön ist, weil sie sich mit dem Vater sehr gut versteht, aber sie kommt nur sehr schwer mit dieser Veränderung klar. Sie geht fortan möglichst Veränderungen aus dem Weg, was natürlich 1989 nicht ganz einfach ist. Und ich lese jetzt einen Ausschnitt aus dem Herbst 1989. Als die Rübenernte begann, wurden die Züge leerer. Silke hatte viel zu tun, rechnete, schrieb Zahlen auf die großen Karteikarten und brauchte Stunden, um wenigstens 3, 4 Zulieferbetriebe telefonisch zu erreichen. Der jungen Mutter hatte der Kinderarzt attestiert, dass das kleine krippenuntauglich sei, und ihre Arbeit wurde unter den Verbliebenen aufgeteilt. Trotz der Mehrarbeit saß Silke immer häufiger mit 6 oder 8 Kollegen im Viererbüro und diskutierte die Nachrichten, die immer schneller und immer brutaler in ihre kleine Welt drangen. Auch nach Feierabend hatte niemand Lust, allein nach Hause zu gehen. Silke zog mit ihren Kollegen von einer Wohnung zur nächsten, und wenn kein Zug mehr fuhr, blieb sie bei dem einen oder anderen und krallte sich an ihm fest. Mofadler, Mädchentraube, selbstgemachter Kirschlikör, der die Lippen zusammenklebte, Goldbrand. Sie tranken alles, rauchten alles, Kabinett F6, Ramses und neue Juwelen. Zwischen den Tabak- und Alkoholwolken blitzten und donnerten die Diskussionen. Silke wurde immer stiller, hätte sich am liebsten eingerollt und die Ohren zugehalten. Ihre Küsse und Umfesselungen waren ein einziger Schrei nach Halt. Anhalten, aufhören, festhalten. Kam Silke am nächsten oder übernächsten Tag nach Hause, fand sie das Bett des Vaters unbenutzt oder zerwühlt. Sie sah die Frauen nicht, und es war ihr Recht so. Sie drückte ihren Vater, wenn er kam. Sie wartete halbe Nächte auf den Geruch fremder Frauen, den er samt Bierfahne nach Hause trug, aber öfter blieb sie selbst weg. Die Namen der Männer, mit denen sie trank, rauchte und schlief, vergaß sie schon nach Stunden. Alles passierte in einer Geschwindigkeit, die sich permanent erhöhte und endlos weiter zu erhöhen schien. Sie schlich um die Kirchen, sie ging nicht hinein. Sie hing an Armen und Mündern und wurde nicht satt. Die Menschenketten wurden länger. Die Plakate und Transparente lagen manchmal morgens, wenn Silke vom Zug zur Arbeit lief, zusammen mit verkohlten Lampions und Kerzenresten am Wegrand. 3 der 6, die fast jeden Tag eine Stunde Frühstückszeit im Büro verbrachten, waren schon mitgegangen. Sie erzählten von den Reden, Aufrufen, Programmen, neues Forum. Silke hörte es nicht zum ersten Mal, aber plötzlich wusste jemand Genaues, hatte bedrucktes Papier in den Händen, laienhaft bedruckt, schiefer kopiert als die sich rollenden Thermobögen und schwer zu lesen. Das war näher als das Westfernsehen und das neue Deutschland, näher als Leipzig und die Prager Botschaft. Es betraf ihre Stadt, das Gebäude, in dem jeder die Vertreter des MFS wusste, gleich neben dem der Kriminalpolizei. Silke nickte, wenn jemand fragte, ob sie Veränderungen wolle. Natürlich,
andere Verordnungen zur Wohnraumvergabe, haltbares Bier und Kotelett, wenn man es brauchte, pünktliche Milchautos, weniger Schlangen. Aber Reisen? Nein. Die Kollegen verstanden sie nicht. Es ging ihnen alles viel zu langsam. Silke wusste nicht, weshalb nur sie den Strudel spürte, der sie immer weiter zog und sich für sie immer schneller drehte. Sie wollte nicht zur Demo. Aber als sie zu 6 oder 8 in einer Wohnung alle Nachrichten gesehen und alle Flaschen geleert hatten, ließ sie sich von den anderen zum Stadtplatz schleppen. Nur 2 Techniker waren dort und räumten Mikrofone und Lautsprecherboxen zusammen. Rechts stand ein Wartburg der Polizei leer. Der Herbstwind fegte Talggeruch und hunderte Faltblätter über den Platz. Ohne Gewalt las Silke Füreinander und Veränderung. Sie brachte die Worte nicht zu einem Satz zusammen, sie hob nichts auf. Die kleine Gruppe zog weiter Richtung Bahnhof. Die Kneipe dort hatte bis Mitternacht geöffnet. Silke konnte sich immer noch entscheiden, nach Hause zu fahren oder nicht. Plötzlich sah sie die Kerzen, blieb stehen und starrte auf die Menschen, die hintereinander gingen, auf schwankenden Händen, die Lichter hielten, schwiegen. Alle trugen dunkle Kleidung. Beerdigung. Wer wird hier beerdigt? Aber die anderen zogen Silke fort und schubsten sie hinein in die Kneipe. Sie trank das Bier, als wäre es Fassbrause, stieß auf, trank weiter, hetzte zum Zug. Als sie nach Hause kam, wartete der Vater in der Küche. Warst du auf der Demo? Nein, ich habe sie nur von Weitem gesehen. Pass auf, dass du da in nichts hineingezogen wirst. Keine Angst, ich will da nicht hingehen. Das war so unheimlich, wie auf einer Beerdigung. Gar nicht so, wie ich mir eine Demo vorgestellt habe. Nicht so wie im Fernsehen. Der Vater nahm sie in den Arm. Die Forderungen sind gar nicht schlecht, sagte er. Ja, aber im Fernsehen rufen sie und lachen. Sie schüttelte sich. Sie haben Angst, sagte der Vater. Und wahrscheinlich nicht grundlos. Der Roman Rot ist schön begleitet Silke auf einer sehr langen Zugfahrt. Und zwar 10 Jahre, nachdem die Mutter die Familie verlassen hat, fährt Silke zum Wohnort, zum neuen Wohnort der Mutter. Während dieser Zugfahrt nimmt sie natürlich auch Begegnungen und Gespräche auf und erinnert sich an die Zeit, die sie ohne Mutter verbracht hat. Die Schiebetür knallte, Silke schaute erschrocken auf, aber es war nur der Schaffner. Die beiden Alten zeigten ihre Fahrscheine, dann las der Mann weiter in einer Anglerzeitung. 1 oder 2 Wurstsemmeln lagen noch eingepackt auf dem leeren Sitz. Die Frau suchte etwas zu trinken, er wollte nicht, sie verstaute die Plastikflaschen wieder und nahm eine Illustrierte zur Hand. Ossis sollen gelbe Karten beantragen, las Silke, und noch einige Zeilen mehr über die günstigeren Osttarife bei der BVG und das Problem, den Ossi nachzuweisen, nun, da der blaue Personalausweis nicht mehr galt. Egon Krenz wieder vor Gericht, war der darunterstehende Artikel betitelt. Silke wandte den Blick ab. Über 5 Jahre lang gehörten sie nun schon alle zum Westen. Egon Krenz, der ewige Ziehsohn Honeckers, war keine 8 Wochen im Amt gewesen. 5 Jahre war es nun auch schon wieder her, dass nicht einmal seine Partei ihn mehr haben wollte. Und noch immer kehrte in den zahlreichen Blättern keine Ruhe ein. So rasant war damals alles passiert, dass es Silke logisch erschienen wäre, wenn sich alle nach Ruhe sehen würden und nicht nur sie. So viel war geschehen, dass niemand sich hatte vorstellen können. Die Wochen waren den Nachrichten hinterhergerannt. Zum Sommer gab es neues Geld und jede Menge Ladenmieter. Der Vater schleppte Reisekataloge an und verteilte sie in allen Räumen. Silke hastete durch die Tage. Automatisiert fuhr sie morgens ins Büro und am Nachmittag zurück, kaufte ein, kochte und kümmerte sich mehr schlecht als recht um Garten und Ernte. Sie wartete nicht mehr, bis der Vater nach Hause kam.
Sie legte einen Zettel hin, Buletten sind im Kühlschrank, und ging in ihr Zimmer. Dort starrte sie auf die Märchenbücher, träumte sich einen Prinzen herbei und verfluchte all die Männer, die sie haben konnte, aber nicht wollte. Sie ging nicht mehr ans Telefon, und wenn der Vater ihr aufschrieb, ruf bitte deine Mutter zurück, zerriss sie das Blatt so lange, bis nichts mehr übrig war von den steilen Buchstaben. Es gab Abende, an denen sie sich mit den Kollegen verabredete, ins Kino ging oder in eine der neu eröffneten Gaststätten. Man musste die Plätze nicht mehr Wochen im Voraus reservieren und konnte Shrimps bestellen, die in einer Knoblauchsoße schwammen. Sie lachte mit den anderen darüber, dass Knoblauch immer zu den Russen gehört hatte und nun plötzlich salonfähig geworden war, wie das Spucken der Sonnenblumenkerne, wovon Italienreisende nicht enden wollten zu berichten. Sie hörte zu, wenn Reisepläne die Herkunftsorte des Wiener Schnitzels und des Schwarzwälder Schinkens betrafen und fragte sich, weshalb die Neugier der anderen sie nicht ansteckte. Sie trank mit ihm, schlief mit dem einen oder anderen, verliebte sich nicht. Sie fuhr mit ihnen in neuen Autos über löchrige Straßen, durchtanzte die Nacht in riesigen Diskotheken, saß morgens um 4 bei McDonald's und begutachtete mit Kollegen, die nun Kolleginnen hießen, die Anziehsachen bei Woolworths und C&A. In jenen Stunden gelang es ihr, den Bauch zu ignorieren und nur auf den Kopf zu hören. Doch wenn sie mit vollen Tüten und vollem Magen auf ihrem Bett saß und sich zwang, nicht auf den Vater zu warten, heulte sie das Kissen nass, wie sie es zuletzt nach dem Auszug der Mutter getan hatte. Zu Hause rauschte es immer noch im Telefon. Der Vater hielt ihr bisweilen die Muschel hin und forderte sie auf, dem Knacken zu lauschen, bevor er fortfuhr, französische, spanische und italienische Sätze zu schreien und nebenbei Orte und Zeitangaben auf die Reiseprospekte zu schreiben. England, China und Afrika lagen nicht mehr hinterm Mond. Der Vater fuhr zuerst nach Irland. Sie hätte es sich denken können. Er blieb 3 Wochen. Als er zurückkam, hatte er 10 Pfund abgenommen, etliche Pfund mehr ausgegeben und einen halben Vorderzahn eingebüßt. Er strahlte Silke an, als sie ihn vom Flughafen abholte und schlief noch in Berlin auf dem Beifahrersitz ein. Fortan reiste der Vater durch die Welt und lernte die Sprachen der Frauen, die er traf. Silke ließ sich die Fotos zeigen oder bunte Karten schicken, brachte den Vater zum Flughafen oder holte ihn ab. Sie träumte nicht vom Fliegen. Sie benutzte den Bus oder den Zug, das Dienstauto, immer zweckgebunden von A nach B. Sie sehnte sich nicht nach der größer gewordenen Welt. Fremde Länder waren ein Synonym für Dinge, die sie lieber nicht wissen wollte. Der Vater fuhr weiterhin jeden Tag in den Betrieb und reparierte Maschinen. Auch da sollte es Veränderungen geben. Schon jetzt wurde er nach Feierabend zu den neuen Großbauern geholt, die sich immer als Großbauern behauptet hatten und nun ihr Land zurückbekamen. Als Silke eines Abends nach Hause kam, traf sie auf Kollegen des Vaters. Abschiedsfeier, sagte einer, und die Sekretärin lachte schrill. Auf dem Tisch standen halbleere Flaschen. Schluss mit sozialistischer Mangelwirtschaft, lallte jemand, und Kalle, Vaters Freund, winkte sie zu sich. Sie bekam ein Glas hingestellt. Demnächst wird es auch bei uns Russlanddeutsche geben, sagte Kalle in die Runde. Ein Verein soll gegründet werden, der den Leuten dabei hilft, sich hier zurechtzufinden. Die Adresse, hast du die Adresse? Fragte die Sekretärin. Ich sollte mich kümmern, bevor der Laden endgültig dicht gemacht wird. Du kommst mit mir. Ein Kollege des Vaters stand auf und verbeugte sich vor der Sekretärin, als wolle er zum Tanz bitten oder gar um die Hand anhalten. Ich werde mich nämlich selbstständig machen, erklärte er der verdutzten Mannschaft. Kalle fand zuerst die Worte wieder. Andere übers Ohr hauen konntest du ja schon immer. Das
ist ab jetzt erlaubt, entgegnete der Kollege und grinste über beide Ohren und nennt sich Marktwirtschaft. Der Vater zupfte Kalle am Hemdsärmel. Lass gut sein, Kalle. Vielleicht ist das sein Weg. Wir bleiben, bis das Schiff untergeht. Kalle setzte sich, trank die halbe Flasche Bier in einem Zug und wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab. Dann drehte er sich zu Silke. Wie sieht's bei dir aus? Neue Chefs, neue Arbeit? Beides. Also, die Arbeit ist eigentlich dieselbe, leichter auch. Aber solche Runden wie hier, sie blickte von einem zum anderen, so etwas gibt es nicht mehr. Dafür einen neuen Chef, der tut, als hätte er die neue Zeit erfunden. Ich habe auch überlegt, neu anzufangen, sagte Silke. So eine Entscheidung will gut überlegt sein heute, sagte Kalle. Es gibt viel zu viele Unsicherheiten da draußen. Aber du bist jung. Für viele von uns ist der Zug längst abgefahren. Du könntest dich im Westen bewerben. Da wird viel mehr bezahlt. Oder nach Italien gehen oder Amerika. Der Wahnsinn, was möglich ist. Kalles Augen leuchteten. Silke war zusammengezuckt. Nun sagte sie leise, ich möchte gar nicht fort. Ich bin froh, hier ein Zuhause zu haben. So viel zu Silke. Das zweite Buch, das ich gern ganz kurz vorstellen möchte, heißt Fast schon ein ganzes Leben. Da gibt es 3 Hauptfiguren mit eigenen Stimmen. Hauptsächlich geht es um Paul und Birgit, ein Pärchen, das sich Ende der 70er beim Studium der Ökonomie, also BWL, findet, einen Sohn bekommt, in eine Kleinstadt zieht. Birgit ist Tochter einer Bäckerdynastie und ihr größter Wunsch ist, dass Paul Karriere macht. Das funktioniert bis 1989 nicht. Beide erleben 1990 im Rausch der Euphorie. Alles ist möglich. Und daraus lese ich jetzt einen Auszug vom Juli 1990. Nur 2:1, sagte Birgits Vater und schob ihnen einen dicken Umschlag hin. Es ist ein Jammer, aber für ein richtiges Auto sollte es reichen. Birgit war ihm um den Hals gefallen. Ihre Mutter drückte mit dem Taschentuch eine Träne weg, dann köpfte der Vater eine Flasche Sekt und stieß mit ihnen an. Jetzt aber durchstarten, sagte er zu Paul und sah ihn erwartungsvoll an. Wie läuft's denn so in der neuen Partei? Lass ihn doch, mischte sich Birgits Mutter ein. Siehst doch, dass er ganz durcheinander ist. Jetzt kann ich's dir ja sagen, fuhr der Vater unbeirrt fort. Das mit den Roten hat mir nie gepasst. Mir hätten jetzt auch die Liberalen mehr zugesagt, aber SPD ist in Ordnung. Hoffe, du machst da jetzt was draus. Aufgestiegen bist du bei den Roten ja zum Glück nicht. Jetzt ist aber Schluss, sagte die Mutter, wo wir so schön zusammensitzen. Den Umschlag stellte Birgit hinter der inzwischen 1 Meter hohen Diefenbach hier in den Raumteiler. An manchen Tagen ging sie mehrmals dahin, fuhr über den Umschlag oder nahm die Scheine heraus. Groß waren sie, größer als die früheren, und auch die Bilder unterschieden sich sehr. Keine Köpfe von Thomas Münzer, Clara Zetkin oder Goethe. Selbstverständlich keine Abbildung von Marx und Engels, Gelde, von deren Existenz sie bisher nicht gewusst hatte, und Stadtansichten, die sie leise vor sich hinsprach. Holstentor, Elz, Limburg an der Lahn. Irgendwann würde sie sich das ansehen. Es war wie ein Traum, ein endlos scheinender Traum. So lebendig hatte Paul sich lange nicht mehr gefühlt. Ja, das war sie, die Frau, die ihn in die Milchbar eingeladen hatte, die Frau, die Ja gesagt hatte zu ihm und die er aus dem langen roten Schal wickeln durfte, damals im schmalen Flur der Altbauwohnung in Großburgstein. Es gab sie noch, diese kesse, spöttische, begehrenswerte Frau. Sie war nur verschüttet gewesen, das war ja verständlich.
Der ewige Stillstand, aber jetzt aufwärts, vorwärts und schnell vergessen. Wem kümmert heute mein Geschwätz von gestern? Leben, leben. Statt lernen, lernen, ja, alles war neu, so erschreckend anders. Für ihn hätte es ein wenig langsamer gehen können. Nicht so rasend wie in einer Achterbahn, aber mit der war er auch nur einmal gefahren mit John und hatte noch aus dem Sitz heraus alles vollgespielt. Zu schnell auch heute, auch jetzt. Aber was soll's, es ging ihm gut. Sie hatten Glück. Ja, darin musste er Birgit recht geben und er gab ihr gern recht. Sie waren jung, sie hatten alles noch vor sich. Er würde aufsteigen, sie in schillernden Kleidern ausführen, sich feiern lassen. Wer konnte das nicht wollen? Es war großartig, so eine Frau zu haben, gerade jetzt, wo ringsherum die Ehen auseinanderbrachen, weil der eine dies und der andere das Gegenteil erwartete. Nein, das würde ihnen nicht passieren. Birgit hatte ja gesagt. Das war lange her. Aber er glaubte ihr. Jeden Tag neu. Angie, ja. Birgit war genauso. Nur seine Frau hatte er gesucht, im heißen Rostocker August, die Birgit, die nun wieder zum Vorschein gekommen war. So lebendig, biegsam, schnurrend, gurrend, im Bett, auf der Couch, auf dem Fußboden, einmal jedenfalls. Keine hingeworfene Matratze, keine weißen Metropatassen. Dann und wann versuchte er sich vorzustellen, was gewesen wäre, hätte er Angie geliebt und sie die versprochenen Brötchen gebracht. Wo wäre er dann jetzt? Auf einem Ökohof in Hessen? In einem klapprigen VW-Bus auf dem Weg nach Italien? Nein, seine Welt war hier, mit Birgit, an sie geschmiegt, in ihr. Das neue Leben war der Traum, ja, auch sein Traum. Birgit sprühte vor Energie, vor Lebensfreude, ein Feuer, das ihn mitriss. Nur manchmal, ganz selten, fürchtete er davon, aufgefressen zu werden. Aber das ging vorbei, das waren nur Sekunden, es lief großartig. Er liebte Birgit. Es würde nicht aufhören. Niemals. Birgit schloss die Augen. Wohlig warm fühlte sich alles an. Paul und das neue Auto, seine Küsse und ihr gesamtes neues Leben, das nun endlich, endlich ein gutes Leben wurde. Und wer sagte denn überhaupt, dass die Liebe darin keinen Platz hätte? Wichtig, Tour, möchte gern. Vielleicht hätte sie sich sogar zu einer Affäre hinreißen lassen. Es kam ihr vor, als wären Jahre vergangen seit ihren Besuchen in seinem Büro, als er ihr aus dem Mantel geholfen hatte. Aber dann, er war wie ausgewechselt gewesen an jenem Tag im August, obwohl charmant und aufmerksam wie immer, nur seine Worte klangen auswendig gelernt. Er würde Frauen schätzen, die sich für den Betrieb engagierten und nicht alles stehen ließen. Er meinte Bärbel, aber das konnte Birgit sich an jenem Tag nicht zusammenreimen. Sie erfuhr erst 2 Wochen später, dass Bärbel nicht wiedergekommen war. Stolz genug war sie jedenfalls nicht, noch einmal bei ihm im Büro zu stehen. Und das war richtig gewesen. Inzwischen munkelte nicht nur Gerlinde, dass er keinen Persilschein erhalten hatte. Gut, dachte sie, dass ich nicht mehr versucht habe. Vielleicht wusste ich es. Paul ist da und Paul ist sauber. So wie die Nachwendejahre nicht so glatt gelaufen sind, läuft es auch nicht so ganz glatt in dieser Beziehung. Obwohl sie alles haben, was sie sich erträumt haben. Der Betrieb wird zwar abgewickelt, aber Paul wird Leiter des Tourismusverbandes. Birgit behält ihre Halbtagsstelle, weil die PGH ein Joint Venture Unternehmen wird mit einem Betrieb aus den alten Bundesländern. Sie bauen ein Haus an der Havel, das ist Birgits Traum. Birgit fährt nach Bonn zur Weiterbildung, etwa Mitte der 90er Jahre. Und daraus lese ich nochmal einen ganz kleinen Abschnitt. Birgit lag im Bett und konnte nicht einschlafen. Sie hörte, wie Paul in der Küche hantierte. Er gab sich Mühe, leise zu sein, aber das Haus war nicht weniger hellhörig als die Neubauwohnung. Die Flasche Rotwein, die Holger ihr zum Abschied geschenkt hatte, stand versteckt im Kleiderschrank.
Der Wein hat uns zusammengebracht, hatte Holger gesagt, und sie wusste, dass sie nüchtern nicht mit ihm gefahren wäre. Trotzdem hatte er Unrecht. Nicht der Wein hatte dazu geführt, dass sie mit ihm schlief. So gut konnte gar kein Wein schmecken, dass Birgit darüber alles vergaß. Ja, sie war unzufrieden. Ja, es ging ihr alles zu langsam. Sie war durstig nach Leben wie nie zuvor. Für Paul schien es nur noch das Projekt am Havelsee zu geben. Er war oft müde und schon zufrieden, wenn er sich an sie kuscheln konnte. Markus stromerte nun mit einer Gruppe Gleichaltriger durch die Gegend, Party jedes Wochenende. Er brauchte sie nicht mehr. Es gab wenige Abende, an denen sie ihre neuen Kleider tragen und die Blicke der Männer in sich aufsaugen konnte. Dann jedoch fühlte sie sich geborgen in Pauls Armen und war glücklich, einen Mann wie ihn zu haben. Aber Paul war nicht in Bonn. Wenn die Frauen wohlwollend zu ihren Berichten aus dem untergegangenen Land nickten, ohne zu begreifen, und die Männer, Holger voran, sie dafür bewunderten, neben der Kindererziehung nicht nur irgendeine, diese oder den Haushalt betreffende Beschäftigung gefunden zu haben, sondern tatsächlich eine vollwertige Arbeit. Ja, das zweite Glas Wein zumindest hatte sie empfänglich gemacht für Holgers Werben. Jenseits des akkurat sitzenden Anzugs mit den passenden rahmengenähten Schuhen in Schwarz, die ihr sofort aufgefallen waren. Holger sprach ruhig mit ihr, als wären sie allein in einem Raum, und sie starrte auf den kleinen, schmalen Mund, konzentrierte sich auf den Schlips mit dem doppelten Winzerknoten. Aber trotz des Weines oder wegen des Schlipsknotens dachte sie an Paul, daran, dass er sicher eine mathematische Erklärung gefunden hätte, wie er zu binden war. Ach was, Paul hätte den Schlips weggelassen. Sie wusste, dass er sich in dieser Runde nicht wohl gefühlt hätte, zwischen all den gesteiften Hemden, wie er sie nannte. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Holger sie mit in ein Hotelzimmer genommen hätte. Hotelzimmer kannte sie inzwischen. Die Preise waren höher als in Berlin oder London. Die Räume vergleichsweise spartanisch eingerichtet. Das hätte sie eher ernüchtert. Aber Holger hatte sie zu sich eingeladen. Eine halbe Autostunde von Bonn entfernt. Galant hatte er die Tür aufgehalten und für einen Moment sah sie sich selbst an der Glastür des Wohnheims stehen, mit einer einladenden Handbewegung auf Paul wartend, der die beiden Koffer trug. Doch es war Holger, der ihr den Mantel abgenommen und sie herumgeführt hatte. Das gepflegte Grundstück sah sie erst am nächsten Morgen, fasziniert von den unzähligen Rosensorten, die sie noch nie gesehen hatte. Das Haus war ein Palast, das Bett eine riesige Landschaft inmitten eines Raumes, der ihr so groß vorkam wie die Grundfläche des Hauses an der Havel.